Heute im Hessenschaustudio Claudia Schick und Roland Borros. Hallo und willkommen. Einen schönen guten Abend. Und darum geht's. Frankfurt und Offenbach jetzt Corona-Risikogebiete. Wohin können die Hessen noch reisen? Und auf den Spuren des königlichen Polizeipräsidiums. Frankfurt und Offenbach, auf diese beiden Städte schaut ganz Deutschland. In beiden schnellen die Corona-Zahlen in die Höhe. In Frankfurt 59 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, in Offenbach 68. Ausgehen, shoppen, feiern, ab morgen alles nur noch eingeschränkt möglich. Von dort aus in andere Bundesländer zu reisen, ist eine Sache für sich und mit Schwierigkeiten verbunden. Auch darüber reden wir gleich mit Ministerpräsident Bouffier. Schauen wir aber erstmal auf die neuesten Entwicklungen in Offenbach und Frankfurt. Ab morgen herrscht wie hier auf der neuen Creme in vielen Teilen der Frankfurter City zwischen 8 und 22 Uhr Maskenpflicht. Die Metropole reißt die Marke von 50 Neuinfektionen deutlich und ein Ende des Anstiegs scheint nicht in Sicht. Momentan haben wir die sehr besorgniserregende Situation, dass jeder vierte Test momentan positiv ist. Und das zeigt natürlich schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Das Virus sei in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Deshalb gelten ab morgen in Frankfurt verschärfte Regeln. Auf öffentlichen Plätzen, Parks und Grünanlagen herrscht ein Alkoholverbot. Das Echo auf die Maßnahmen gemischt. Ich halte mich an die Maßnahmen und versuche, alles zu machen, damit ich mich selbst nicht anstecke und andere nicht potenziell anstecken könnte. Weil man merkt ja nicht, ob man es vielleicht selber hat. Natürlich muss man gucken bei so Hotspots, ja, wie wenn man sich da jetzt am Samstag auf diesen Markt drängt oder so. Da kann ich das verstehen, ja. Aber insgesamt denke ich einfach, wenn die Leute ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden, dann wäre das alles natürlich nicht notwendig. Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Ich finde, dass das Frankfurt ganz gut regelt. Dass die das jetzt verschärfen, finde ich gut. Hätten sie früher tun sollen. Offenbach ist mit 68 Neuinfektionen Hotspot in Hessen. Mit aller Macht wird hier versucht, diesen Trend zu stoppen. Eine Sperrstunde wie in Frankfurt ab 23 Uhr. Ebenso Einschränkungen beim privaten Feiern und Sport. Wir sehen nur, und deswegen mein dringender Appell an die Bevölkerung, dass die Altersstruktur der Infizierten steigt. Also wir haben nach den Sommerferien viele gehabt im Alter zwischen 5 und 14. Und wir kommen jetzt langsam in die älteren Kategorien. Also bis 59-Jährige sind inzwischen auch stärker betroffen. Die Akzeptanz für die Maßnahmen in Offenbach ist überraschend groß. Ich finde es in Ordnung, dass es unsere Gesundheit auch gut ist. Nicht, dass es vielleicht noch mehr verbreitet und dann komplett alles geschlossen ist. Wie ein paar Monate her, da kann man nicht mal einkaufen gehen, nicht mal Klopapier finden. Ich finde es in Ordnung. Es ist ein bisschen hochgeschaukelt, denke ich mir. Weil einer sagt so, man weiß wirklich nicht mehr, woran man wirklich ist. Ich finde es angemessen, weil wir alle ja nicht wissen, was genau dieses Virus mit uns im Körper bewirkt. Manche Leute haben leichte Symptome, andere erwischt es richtig schwer. In Frankfurt sollen besonders diese gefährdeten Menschen durch die Maßnahmen geschützt werden. Denn ganz aktuell haben sich in einem Alten- und Pflegeheim 8 demenzkranke Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb sollen nun vor allem die Jüngeren Rückgrat beweisen. Wir kriegen nie einen hundertprozentigen Schutz hin. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass auch die Jüngeren sich verdammt noch mal zusammenreißen und jetzt auch mal eine Sperrstunde einhalten oder Ähnliches. Der Appell trifft scheinbar nicht auf offene Ohren, zumindest in der Gastronomie. Denn gegen die Sperrstunde ab 23 Uhr für Restaurants, Bars und Kneipen wollen Frankfurter Gastronomen unterstützt von ihrem Verband, der DEHOGA, Klage einreichen. Ja, lange Zeit ist Hessen ja ganz gut durchgekommen. Jetzt haben wir zwei große Risikogebiete. Zugeschaltet ist Ministerpräsident Bouffier per Handy. Guten Abend. Was hat Hessen falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Sie haben völlig recht, wir sind bisher sehr ordentlich durch diese Krise gekommen. Aber wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon mal Hotspots. Ich denke an Offenbach, ich denke an Hanau. Dort wurde rasch und richtig reagiert im Rahmen unseres Stufenkonzepts. Und das hatte sich ja auch bewährt, denn die sind ja dann wieder deutlich unter 50 gekommen. Und jetzt haben wir eine neue Welle. Schwerpunktmäßig im Rhein-Main-Gebiet. Aber das haben wir nicht alleine. Wir haben in ganz Deutschland einen Anstieg. Und in den großen Städten, in den Bevölkerungszentren
haben wir eine ähnliche Entwicklung und die müssen wir sehr ernst nehmen. Aber 2/3 aller Alltagsinfizierungen finden bei Alltagsbegegnungen statt. Also vor einer Woche waren 8.000 Leute bei der Frankfurter Eintracht, 3.500 bei Kickers Offenbach. Steht das auch in einem Zusammenhang? Soweit ich das bisher sehen kann, nein. Wir haben nach den Fußballspielen, wir haben jetzt eine ganze Reihe gehabt, keinerlei Besonderheiten. Das ist von keiner Seite gemeldet worden. Wir haben allerdings eine ganze Reihe von Sachen, die im Freizeitbereich sich abspielen, bei den Feiern. Das ist, glaube ich, eine der ganz schwierigen Sachverhalte. Die privaten Feiern haben die Zahlen hochgetrieben und dazu haben wir natürlich auch Anlass einzuschreiten. Ich denke an manche Tanzwütigen und Leute, die ich auf der einen Seite verstehe, aber was man nicht akzeptieren kann, ist, dass sie keine Masken tragen, keinen Abstand halten und die Regeln nicht befolgen. Auch große Hochzeiten sind immer wieder ein großes Thema. Das sind die Dinge, wo wir ein starkes Infektionsgeschehen haben. Bei den anderen Sachen kenne ich jedenfalls keine Zahlen. Jetzt in der nächsten Zeit 75 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben, in Frankfurt oder Offenbach, dann sind Sie am Zug, dann entscheidet das Land. Haben Sie dann Plan B in der Tasche, wenn das dann soweit ist? Ja, aber wir werden das immer machen in Abstimmung mit der örtlichen zuständigen Gesundheitsbehörde. Es macht ja keinen Sinn, das haben wir nur auch gelernt. Zum Beispiel, wenn ich in Offenbach oder Frankfurt eine hohe Inzidenz habe, dann in der Bergstraße oder im Landkreis Kassel flächendeckend Maßnahmen zu verhängen. Daraus folgt, es macht immer Sinn, lokal unmittelbar zu handeln. Das werden wir dann machen und wir machen das in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden. Und das ist ein sehr differenzierter Vorgang. Am Ende ist entscheidend, dass wir die großen Sachen aufrechterhalten. Ich will nicht, dass wir die Schulen schließen. Die Kitas schließen, die müssen aufbleiben. Und überall, wo irgend möglich, müssen wir unser wirtschaftliches Leben aufrechterhalten. Und dann muss, so bitter das ist, und ich verstehe die Menschen, die reine Freizeitgestaltung zurücktreten. Herr Bouffier, bevor wir jetzt weiterreden, schauen wir doch mal auf die Reisesituation. Denn da ist die Gemengelage ja wirklich mehr als verwirrend. Wer darf wohin reisen und was für Probleme bekommen Hessen auf dem Rückweg aus den Herbstferien? Wir reden gleich weiter. Ja. Verreisen in Hessen. Was darf ich? Angenommen, ein Hesse aus dem Risikogebiet Offenbach möchte Urlaub machen. Ein paar Tage innerhalb Hessens irgendwo hinfahren, ins Hotel, etwa Willingen. Stand jetzt darf er das. Das gilt landesweit. Jede Kommune kann aber laut Sozialministerium auch noch selbst entscheiden, ein Beherbergungsverbot auszusprechen. Verreisen in Deutschland. Was darf ich? Als Hesse Urlaub zu machen, etwa in Bayern oder Hamburg, könnte kompliziert werden. Erlaubt sind innerdeutsche Reisen immer. Wer aber übernachten will und aus einem hessischen Risikogebiet kommt, der muss sich genau informieren und einen negativen Corona-Test mitbringen, der nicht älter ist als 48 Stunden. In den Bundesländern herrschen unterschiedliche Regeln. Der Urlaubsort plötzlich Risikogebiet. Wer trägt dann die Kosten? Und die Kostentragungspflicht, die ist noch nicht ganz klar. Tendenziell trägt niemand die Kosten, außer der Hotelier, der auf den Gebühren, auf den Kosten letztlich sitzen bleibt. Weil die Gäste können ja auch nichts dafür, dass sie mit einem Verbot belegt worden sind. Verreisen nach Hessen. Was dürfen Besucher? Wer aus einem Risikogebiet kommt, wie Bremen, der darf in Hessen nicht übernachten. Es sei denn, der Reisende ist mit einem dringenden familiären, medizinischen oder beruflichen Grund unterwegs. Solche Details zu überprüfen, sei im Einzelfall sehr aufwendig, so der Wiesbadener Hotelier Matthias Gerber. Das ist so für uns im Einzelfalle nicht zu 100% zu erfüllen. Wir tun unser Möglichstes. Wir verfolgen nach, wir ordnen zu, aber wir sind auch kein Gesundheitsamt, was jeden Fall einzeln begutachten kann. Das Fazit: Reisen wird komplizierter. Also es kommt auf Praxen, Unikliniken, Gesundheitsämter eine Riesenwelle von Corona-Tests zu, von all denen, die in einem hessischen Risikogebiet wohnen und innerhalb von Deutschland verreisen wollen. Zugeschaltet ist weiterhin Ministerpräsident Bouffier. Die Uniklinik Frankfurt, die ist jetzt schon überall belastet. Wie soll das gehen? Also wir haben eine Ausnahmesituation. Das muss man immer wieder sagen. Deshalb sind wir auch ständig dabei, Maßnahmen anzupassen.
Wir haben ja auch Erfahrung. Wir hatten zum Beispiel, als in Gütersloh die Pandemie dort ausbrach, in Hessen bereits schon einmal einen Beherbergungsvertrag bzw. ein Beherbergungsverbot verordnet. Das hat gut geklappt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das auch hinbekommen. Am Ende muss man doch sagen, wer aus einem Risikogebiet in Hessen in ein anderes Bundesland fahren will, der sollte sich vorher einen Test besorgen. Das kann man nicht anders machen. Und bevor ich irgendwo hinfahre, muss ich mich informieren, wie dort die Regeln sind. Ich kann da niemandem eine Entlastung geben, denn wir haben eine Situation, die ist völlig unterschiedlich. Wir haben in Hessen weite Teile, da gibt es überhaupt keine besondere Herausforderung. Wir haben aber auch Hotspots. So, und dann muss ich, wenn ich aus einer solchen Gegend komme und will in ein anderes Bundesland fahren, um Verständnis bitten, dann muss ich mich informieren, wie dort die Verhältnisse sind. Nach Möglichkeit einen Test mitbringen oder ich bleibe zu Hause. Ja, ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Der Punkt ist doch, dass man einen 48 Stunden alten Corona-Test vorweisen muss. Und viele Leute sind ja auch unterwegs, ja, die nicht nur Urlaub machen. Das ist doch utopisch, weil es einfach gar nicht genug Testmöglichkeiten gibt. Wer sagt denn das? Ich habe die Kenntnis, dass das geht. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet es an über niedergelassene Praxen. Aber ich kann auch nicht zaubern. Wir haben jetzt innerhalb einer Woche eine ganz bunte Mischung von Entscheidungen der einzelnen Länder, teilweise von den Kommunen. Und wir können uns ja jetzt nur Mühe geben, möglichst viele Tests zur Verfügung zu stellen. Aber am Ende müssen wir aufrichtig miteinander umgehen. Und das bedeutet, wir können nicht so tun, als hätten wir diese Herausforderung nicht. Und dann sage ich mal, für diejenigen, die beruflich unterwegs sind, auch für diejenigen, die zwingende Verwandtenbesuche haben, gibt es Sonderregeln. Und das werden wir in Hessen auch so halten. Herr Bouffier, danke fürs Gespräch und auch danke für die Unannehmlichkeit mit dem Handy. Danke. Okay, tschüss. Und wir schauen jetzt auf weitere Covid-19-Zahlen. Bei den nachgewiesenen Corona-Infektionen gibt es den dritthöchsten Anstieg seit Beginn der Pandemie. Roland hat mehr Zahlen dazu. Bis gestern wurden 307 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gemeldet, so das Robert-Koch-Institut. Und hier der Überblick. Innerhalb der letzten 7 Tage ist die Summe der infizierten Menschen in Hessen auf 1.446 angestiegen. Im Vergleich zu den 7 Tagen davor waren das 300 und ein Mensch mehr. Und die Zahl der Menschen, die als akut infiziert gelten, ist mit etwa 2.300 nach unseren Berechnungen so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Zu einer lebenslangen Haftstrafe wurde ein 56-jähriger Mann in Frankfurt verurteilt, der seine Ex-Freundin erschossen hat. Die Urteilsbegründung des Richters, er habe, Zitat, die lebenslustige 22-jährige Frau abgeschossen, wie ein Jäger ein wildes Tier abballert. Bewaffnet mit einer Büchse, Zielfernrohr und Schalldämpfer habe er der jungen Frau aufgelauert, die gerade ihr Pferd von der Weide zum Stall in Hofheim-Langenhain geführt hatte. Das Gericht sieht auch die besondere Schwere der Schuld, die eine Haftentlassung nach 15 Jahren unmöglich macht. Der Getränkehersteller Coca-Cola schließt und verkleinert mehrere Standorte in Deutschland. In Hessen soll im kommenden Jahr das Cola-Apfelwerk in Liederbach bei Frankfurt mit 250 Beschäftigten geschlossen werden. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten reagierte empört. Trotz Gewinnen, Standorte zu schließen, zeuge nicht von einem verantwortungsbewussten Handeln gegenüber den Beschäftigten. Das sei reine Profitgier. Der Kampfmittelräumdienst hat bei Bodenuntersuchungen für ein Bauprojekt im mittelhessischen Grünberg eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der 250 Kilo schwere US-amerikanische Blindgänger wird zurzeit entschärft. Über 400 Anwohner im Umkreis von 500 Metern haben dafür ihre Häuser geräumt. Auch die Mitarbeiter zahlreicher Firmen mussten ihre Arbeitsplätze verlassen. Der Bahnverkehr auf der Strecke Gießen-Fulda ist vorübergehend eingestellt worden. Und das war's von den Nachrichten. Claudia ist wieder dran. Ja, keine Straße, keine Siedlung, tausende Hektar ursprünglicher Buchenwald. Das ist ein Waldjuwel, das wir da in der Nähe des Edersees haben. Deshalb auch Weltnaturerbe. Und das soll noch größer werden. Ist auch eigentlich alles schon beschlossene Sache. Aber das Wort eigentlich, das sagt's ja schon, es gibt Probleme über das Wie. Umweltministerin Priska Hinz war heute dort, um einmal zu sagen, ja, das wird schon klappen mit der Erweiterung. Am Wie wird aber noch gearbeitet. Am
einzigartiger Buchen-Naturwald auf einer Fläche von gut 5.700 Hektar. Das ist der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Im Jahr 2004 gegründet, wurden insbesondere seine Rotbuchenwälder und Urwaldbereiche bereits im Jahr 2011 in das UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen. Nun wächst er um knapp 2.000 Hektar. Zum Nationalpark gehören nun auch die nördlichen Edersee-Steilhänge. Besiedelt von Pflanzen und Tierarten, die sonst nur in echten Urwäldern vorkommen und in Teilen bewachsen von jahrhundertealten Eichen. Der große Gewinn ist, dass hier viele Arten sich ansiedeln können und auch sich entwickeln können, die auf Altholz, Totholz angewiesen sind. Und man kann beobachten, wie sich Natur entwickelt über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Und das ist auch ein Schatz für die Wissenschaft. Doch zuvor musste das Land Flächen für den Nationalpark gewinnen. So wurde etwa mehr als ein Jahr lang gerungen um 200 Hektar Wald aus dem Besitz der Domanialverwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Darum, dass auch tatsächlich gleichwertige Flächen getauscht werden. Wir müssen halt vor unseren wirtschaftlichen Eigentümern, den Städten und Gemeinden sagen können, es ist ein fairer Tausch. Da können alle mit leben und können alle mit zufrieden sein. Weil letztlich wollen ja auch alle, dass der Nationalpark gut gelingt. Wir stehen ja hinter dem Nationalpark. Ist ja nicht so, dass wir da jetzt blockieren möchten oder Kritik dran hätten. Das ist unser gemeinsames Projekt. Viel gerechnet wurde für ein Wertgutachten. Bodenwerte, Holzpreise und Güteklassen flossen ein. Im Handel um echten Wertausgleich. Zwischenzeitlich verhinderte Corona manch Gesprächstermin. Jetzt aber soll der Tausch besiegelt werden. Wir haben den Flächentausch jetzt noch vor mit der Domanialverwaltung, mit dem Landesbetrieb Hessenforst und der Stadt Waldeck. Aber die Gebiete sind festgelegt. Das Formale wickeln wir dann noch ab. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee, er ist zu einem Besuchermagneten geworden. Allein das Nationalparkzentrum, 2008 eröffnet, verzeichnet pro Jahr zwischen 35.000 bis 40.000 Besucher. Nun, mit den weiteren Flächen, wird der Nationalpark noch vielfältiger. Die große Hoffnung in der Region, nochmals attraktiver zu werden für nachhaltigen und naturnahen Tourismus. Diese Woche stellen wir Ihnen Lost Places vor, verlassene Orte. Und das ist jedes Mal wirklich mit Überraschung verbunden. Dass das hier mal zum Beispiel das königliche Polizeipräsidium am Hohenzollernhof in Frankfurt war, das ist nicht mehr so ganz ersichtlich. Fast 20 Jahre ist es her, dass die Polizei das Gebäude verlassen hat. Aus städtebaulicher Sicht ist das natürlich eine Katastrophe. Was hätte man da alles schon bauen können? Aber für Urban Explorer können solche Orte ja überhaupt nicht vermodert genug sein. Heute unvorstellbar, dass dieses Gebäude in all seiner Pracht für die Frankfurter Polizei gebaut wurde. Frankfurt gehört damals zur Provinz Hessen-Nassau, zu Preußen. Die Polizisten, Amtsträger mit Pickelhaube. Pragmatisch, schlicht oder nur funktional ist hier nichts. Stattdessen Prunk und Liebe zum Detail an allen Ecken und Enden. Das Hauptgebäude erbaut, als das Staatsoberhaupt noch Wilhelm II. Hieß. Über 100 Jahre alt und seit fast 20 Jahren verlassen. Der Strom ist hier längst aus, zu entdecken gibt es trotzdem jede Menge. Das Gebäude war fast 90 Jahre lang Sitz von Recht und Ordnung. 1914 entsteht das neue königliche Polizeipräsidium am Hohenzollernhof, weil das alte Präsidium am Römer zu klein wurde. Neu ist hier aber mittlerweile nichts mehr, stattdessen Vandalismus überall. Für einen, der gezielt solche Lost Places sucht, wie Tobias Almaroth, nicht wirklich überraschend. Ja, das ist das Traum eines jeden Urwechsers, einen unberührten Lost Places zu finden, wo du alles noch so vorfindest, als wäre der Eigentümer gerade eben erst weggegangen. Ja, das ist sehr selten, leider Gottes, der Fall. Aber diese Orte werden auch gehütet. Ja, also es gibt kaum einen Urbexer, der damit irgendwie tauschen würde mit anderen Objekten, sondern das behält man so ein bisschen für sich. Hier ist viel zerstört. Imposant bleibt das Gebäude trotzdem. Allein schon wegen der endlosen Gänge, der schieren Größe, der aufwendigen Details und der labyrinthartigen Struktur. Auf einen Großteil von all dem kommt die Abrissbirne zu, vor allem auf die jüngeren Bürogebäude.
Vor 2 Jahren wurde der Komplex für rund 212 Millionen Euro an die Gerch Group, eine Projektentwicklungsgesellschaft aus Düsseldorf, verkauft. Und die hat große Pläne mit dem Komplex in bester Stadtlage. Der vordere Teil des Gebäudes, in dem wir uns hier auch gerade befinden, wird sehr stringent erhalten bleiben mit allen Details, die wir hier vorfinden. Und der Rest des Areals wird komplett neu geordnet mit einem 145 Meter hohen Turm und einer umschließenden Bebauung entlang der Straßen. Es wird sehr schön. Wir stellen uns hier ein durchmischtes urbanes Quartier vor, wo wir erdgeschossig wirklich Gastronomie, etwas Einzelhandel haben werden. Wir werden eine Kita unterbringen, wir werden für die angrenzende Schule eine Turnhalle bauen und wir werden Büros und Wohnungen schaffen, sodass wir wirklich ein durchmischtes innerstädtisches Quartier hier schaffen. Das Gelände wird sich vollständig verändern, vom Lost Place zu lebendigem städtischen Raum werden. Alles neu, zumindest in Teilen, aber mit dem Charme des Alten. Wenn man sich überlegt, dass die Gebäude hier errichtet wurden zwischen 1911 und 1914, dann wissen wir schon, in welcher Epoche wir da irgendwo sind. Und wir haben hier eine sehr neoklassizistische und neobarocke Fassade und Elemente in den Gebäuden vorfinden. Und natürlich, das macht Spaß, hier eine Entwicklung vorzunehmen und sich mit der Historie letztendlich auch zu befassen. Für die Stadt ein Gewinn, für Urbexer wie Tobias Almaroth ein endgültiger Verlust. Noch einmal geht Almaroth auf eine persönliche Entdeckungsreise durch die Vergangenheit, schaut sich an, wie die Natur sich ihren Weg ins Gebäude bahnt. Auch die alten Ausnüchterungszellen, in denen mancher in den letzten Jahrzehnten die Nacht verbracht hat, sind bald weg. Nur eine Ecke in einem riesigen Komplex, den man selbst an einem ganzen Tag nicht komplett besichtigen kann. Es gibt immer wieder neue Details, die man neu entdeckt. Und da muss man auch einfach mehrfach hinfahren, um wirklich alles erleben zu können. Es ist auch nicht jedes Mal so, dass ich, wenn ich durch ein Objekt laufe, dass ich dann Fotos mache. Sondern meistens, gerade wenn ich das erste Mal da bin, gehe ich immer erstmal durch und genieße so ein bisschen die Atmosphäre, sammle die Eindrücke. Und dann erst beim zweiten Mal, wenn ich hinfahre, oder dann halt erst wesentlich später, mache ich dann auch Fotos. Rund 1 Milliarde Euro wird das Projekt kosten. In 2 Jahren soll Baubeginn sein. Genug Zeit für einen letzten Rundgang durch das ehemalige Polizeipräsidium und seine leeren Büros und Gänge. Donnerstag, Sie wissen es, ist Dodo-Tag. Innerhalb von Hessen zu reisen ist ja Gott sei Dank noch kein Problem. Und in Kassel ist jetzt Isabel Kramer zugeschaltet. Isabel, leg mal los, wo geht's hin? Ich bin gespannt, Claudi. Und zwar, ich finde, um ehrlich zu sein, es ist ja fast so ein bisschen Sofawetter heute. Ne? Es regnet, es windet, alles andere als gemütlich. Aber donnerstags kann das Sofa wohl auch mal warten. Wir schauen mal, wo es hingeht, wo es uns hintreibt bei dem herbstlichen Wetter. Na, komm schon. Es geht nach Altenhasungen, gehört zu Wolfhagen, 728 Einwohner im Landkreis Kassel. Gar nicht so weit weg also von uns. Ihr Lieben, ruft uns an unter Kassler Vorwahl 0561 31040 oder mobil unter der 0171 22 30 715. Zusammenkuscheln ist zwar nicht so ganz drin bei dem herbstlichen Wetter. Wir halten natürlich weiterhin Abstand und freuen uns auf euch. Isabel, viel Spaß. Ja, nicht sauer sein, das, was nicht läuft. Wie machen wir es anders? Das ist die zeitgemäße Corona-Frage. Und das haben sich auch die Veranstalter des JP Morgan-Laufs gefragt. So sah das noch im vergangenen Jahr aus. Zehntausende auf Frankfurts Straßen. Geht natürlich nicht mehr so in diesem Jahr. Aber, und da kommt die Antwort auf die Frage, dann läuft es eben so in diesem Jahr. Halt ein bisschen anders. Die Finisher-Trikots liegen bereit. Über 65.000 an der Zahl. Denn so viele Läufer hoffen Jahr für Jahr beim JP Morgenlauf ins Ziel zu kommen. Zwei davon Moritz Klose und Christian Schüller. Der Startschuss zu dem Lauf-Mega-Event, auf das sich zigtausende schon das ganze Jahr freuen. Faszinierende Massenbilder, laufbegeisterte Arbeitnehmer, die einem in diesem Jahr wie ein ferner Traum vorkommen. Verrückte Zeiten verlangen nach besonderen, verrückten Ideen. Die hatten wir. Ich wollte dieses Jahr wieder dabei sein, egal wie. Der 31. Stock im Hochhaus der DZ-Bank. Der Informatiker Christian Schüller an seinem Arbeitsplatz. Als Teamcaptain war er schon 15 Mal bei dem großen Firmenlauf dabei, zusammen mit über 400 Mitarbeitern.
Für mich persönlich ist das Highlight des Jahres schöner als die Weihnachtsfeier. Wir feiern mit allen Kollegen ein riesen Outdoor-Event draußen. Die Zuschauer schicken uns begeistert als Läufer auf den letzten Kilometer. Und von daher ist es eben schade, dass wir dieses Event nicht haben in diesem Jahr. Vom 31. Stock in den Keller des Veranstalters, wo weitere Finisher-Shirts sortiert werden. Moritz Klose war bisher immer mit der Abwicklung des Renngeschehens beschäftigt, durfte also nie selbst mitlaufen. Jetzt darf er, und zwar über eine spezielle App. Auf der Homepage der JP Morgan Corporate Challenge hat er sich angemeldet, wie über 10.000 andere auch. Per Mail eine Registrierungsnummer erhalten und im App Store die App kostenlos heruntergeladen. Das ist tatsächlich in dem Jahr die Chance, alles andere ist abgesagt, aber wir können wenigstens virtuell noch miteinander laufen. Wir haben die Möglichkeit, das noch zu machen und sind auch darüber wirklich sehr begeistert. App gestartet und los geht's. Egal wo, egal wann, nur innerhalb der nächsten 2 Wochen. Dann endet der Wettbewerb. Moritz Klose läuft am Frankfurter Mainufer, will die 5,6 Kilometer unter 25 Minuten laufen. Für den Ultralangdistanzläufer Christian Schüller, der im Grüneburgpark läuft, darf es ruhig ein bisschen schneller sein. Über 200 seiner Arbeitskolleginnen und Kollegen werden es ihm in den nächsten Tagen nachtun. Moritz Klose hat's geschafft. Seine Zeit 22 Minuten und 46 Sekunden. Christian Schüller war noch ein paar Sekunden schneller, aber das war heute gar nicht das Wichtigste. Überragende Erfahrung. Also selten so viel Spaß gehabt beim Laufen. Wetter ist zwar bescheiden, aber einfach mal eine Alternative und einfach mal was stattfindet in dem Jahr. Perfekt. Die Zuschauer fehlen natürlich und das ist immer ein Riesenfehz. Die App hat ein bisschen geholfen, die gibt Motivation. Jeden Kilometer sieht man, wie liegt man. Also insgesamt gute Sache. 10 Punkte. Und damit haben sich die beiden ganz klar eines der beliebten Finisher-Trikots verdient. Ja, absolut. Roland, wann meldest du dich wieder? Um 22.30 Uhr gibt es wieder Nachrichten. Nach der Tagesschau gibt es erstmal einen ARD-Corona-Extra. Und danach alles Wissen mit einer hochspannenden Frage. Wer hat mehr Bauchgefühl, Frauen oder Männer? Schönen Abend noch. Männer, ist doch klar. Frauen. Tschüss. Frauen. Warum Frauen?